dass ich Saul zum König gemacht habe. Denn er hat sich von mir abgewandt. Er würde das Volk nur ins Verderben führen. Israel braucht einen neuen König. Nimm das Öl, mit dem die Könige gesalbt werden, und geh nach Bethlehem. Dort wohnt ein Mann mit dem Namen Isai. Einen seiner Söhne habe ich zum neuen König auserwählt. Aber wenn Saul erfährt, dass ich ausbreche, um einen neuen König zu salben, wird er mich bestimmt töten, um das zu verhindern. Saul wird nicht bemerken, was du vorhast, wenn du unter dem Vorwand nach Bethlehem ziehst, dort ein Tieropfer darbringen zu wollen. Nimm eine Kuh als Opfergabe mit und mach dich auf den Weg. Wenn du mit Bethlehem angekommen bist, lädst du Isai und seine Söhne zu Opfern ein. Dann werde ich dir zeigen, wer der neue König von Israel sein soll. Und Samuel tat, wie ihm Gott befohlen hat. Nein, Samuel, er ist es auch nicht. Ach, wieder nicht. Guten Tag, Herr Daniel. Ich habe es viel von Ihnen gehört. Typisch Simon. Er hat die größte Klappe von allen. Auf jede Frage eine Antwort und immer das letzte Wort. Genau, Papa. Naja, ein König. Auch ihr ist es nicht, Samuel. Das ist Kaleb. Er ist ein richtiges Glückskind. Was er anpackt, gelingt. Da kann man ewig draufstehen. Herr, ich traue mich fast nicht mehr zu fragen. Ist er es? Nein. Jetzt ist nur noch einer übrig. Der muss da drin sein. Wie heißt er denn? Adam. Adam? Nein, Samuel, tu es nicht. Wieso, Herr? Auch er ist es nicht. Das verstehe ich nicht. Sind das denn alle deine Söhne, Isai? Ja, das heißt, Moment mal.
Thank you.
riesengroß und furchtbar anzusehen, bis an die Zähne bewaffnet. Ein Ungetüm von Mensch. Die Israeliten schauderten bei seinem Anblick. Thank you.
Stärkster Mann tot war, verließ sie den Mund und sie
Bald schon hatte er größeres Ansehen als Saul. Die Leute machten sich sogar über den Erfolg des Saul lustig. Thank you.
wunderschöne Frau und beobachtete sie.
nächsten Morgen kehrte Bathseba in ihr Haus zurück. Vielleicht hätte niemals jemand etwas von dem Seitensprung erfahren, wenn Bathseba nicht in jener Nacht schwanger geworden wäre. Um einen Skandal zu vermeiden, versuchte David, die peinliche Angelegenheit zu vertuschen. Er ließ Bathsebas Mann vom Heereslager holen und gewährte ihm Sonderurlaub, damit später alle denken sollten, das Kind, welches Bathseba erwartete, wäre verdient. Doch Uriah war ein ehrenvoller Mann. Er wollte keine Vergünstigungen gegenüber seinen Kameraden und weigerte sich, zu Hause bei seiner Frau zu schlafen. Als David sah, dass seine Bemühungen umsonst waren, heckte er einen teuflischen Plan aus. Er schrieb an seinen Heerführer, dass er Uriah in der ersten Reihe kämpfen lassen sollte. Wenn die Schlacht heftig tobte, sollten sie seine Mitstreiter zurückziehen, sodass Uriah ganz allein der Übermacht des Feindes ausgeliefert war und zu Tode kam. So starb Uriah tatsächlich im Kampf. Und David konnte Bathseba heiraten. Damit war es kein Problem mehr, dass Bathseba von David ein Kind erwartete, denn sie war ja jetzt seine Frau. Niemand legte einen Verdacht. Doch vor Gott bleibt nichts verborgen. Er schickte den Propheten Nathan, Samuels Nachfolger, zu David. Was führt dich zu mir, Nathan? Gott sende mich, um dir eine Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte? Ja, wir handeln von zwei Schafwölfen, die du einer gewesen bist. Interessant. Fang an, aber ich habe nicht viel Zeit. Es waren zwei
regiert noch viele Jahre über Israel. Er war kein perfekter Mensch, aber er blieb Gott immer treu. Deshalb liebte ihn Gott und schenkte ihm die Verheißung,